Seit 57 Jahren hat Rostock nicht mehr in Aue gewinnen können. An keinen dieser Spieler war damals überhaupt zu denken. 1967 gab es einen 2:1 Sieg. Aue zu Hause allerdings eine Macht. Mit Marcel Bär, dessen Ball allerdings in die Füße des FC Hansa. Naderi auf Dürkner und dann Haugen. Der Norweger ärgert sich. Und in der Tat, die Fahne von Marcel Rühl geht zu Unrecht hoch, denn Barilla hebt das Abseits auf. Dem FC Hansa wird die erste große Chance genommen. Aue versucht es über die Außenbahnen. Klausen auf Fallmann. Und dessen Flanke erreicht Kilian Jakob. Das 1:0 gegen Bielefeld mit Unterarmhandbruch. Jetzt sein erster Saisontreffer. Ein Torwartfehler ermöglicht die Auer Führung, denn Benjamin Upphoff springt unter dem Ball durch. Jakob dann dennoch stark. Der eingesprungene Torschuss. Er spekuliert, dass der Ball bis zu ihm kommt. Clever. Die 32. Minute. Hansa mit Neidhardt. Er sieht Haugen. Und da ist er. Der Ausgleich 1:1. Zweites Saisontor des Norwegers, der seinen Körper gekontert zwischenstellt. So kann Barilla, sein Gegenspieler, nicht mehr eingreifen. Männel im Tor ohne jede Chance. Hansa Rostock bisher nur ein Auswärtspunkt. Bernd Hollerbach beruhigt sein Team. Bloß nicht zu euphorisch. Es kommt schon wieder Aue. 39. Minute. Fallmann, Taschki, wieder Fallmann, wieder über die Flügel. Stefaniak! Aggressiver als Gegenspieler Neidhardt. Zwei Kopfballtore hat er bisher erzielt für Aue. Marvin Stefaniak in seiner dritten Saison. Mit einem 1:1 gehen beide Trainer friedlich in die Kabine. Aber Hansa kommt im Kampfmodus heraus. Anstoß Harenbrock. Der orientiert sich sofort nach vorn. Pfanne, Kapitän, wieder dabei mit langem Ball auf Naderi. Und dann ist der vorn. Cedric Harenbrock kam aus Essen, dort 8 Saisontore erzielt. Ganz knapp dran an seinem ersten für Hansa. Gelbe Karte für Aues Lune nach Foul gegen Dürkner. 59. Minute. Freistoß Aue mit Marvin Stefaniak, ein Spezialist. Einige Auer-Fans jubelten schon, aber der Ball springt vom Netzhaltepfosten zurück. Kein Treffer. Noch eine Viertelstunde. Naderi hat in Dresden zum 1:1 getroffen, bekommt den Ball. Lune ist dazwischen und die taktische Absicht von ihm ist unstrittig. Gelb hatte er schon gesehen. Erik Weisbach hat keine Wahl. Gelb-Rot. Rostock wollte nun den ersten Auswärtssieg nach dem 1:0 in Braunschweig vom März in Liga 2. Rosbach mit dieser Flanke über alle hinweg. Hansa bleibt dran mit Neidhardt auf den eingewechselten Fröhling. Latte und nochmal Männel. Fröhling gegen Unterhaching mit seinem ersten Saisontor scheitert hier knapp. Zuvor kann Barilla klären. Und dann hilft die Latte Martin Männel. Die Nachspielzeit läuft. Ecke durch den eingewechselten Le Beau. Und die kommt punktgenau auf Gürlin. Der 1,93 Meter große Innenverteidiger mit dem 2:1 für Hansa. Der Rostocker Block in Ekstase. Gürlin präsenter als sein Gegenspieler in Kansa. Der gebürtige Berliner mit seinem ersten Treffer für Hansa Rostock. Nach 57 Jahren gewinnt der FC Hansa wieder im Erzgebirge. Wieder 2:1. Ein historischer Sieg. Für Aue ist der schwer zu akzeptieren. Ich kann die Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich glaube, dass die bessere Mannschaft hat heute verloren. Sie sehen sich das anders, weil sie so Augen gerollt haben. Ich sehe das genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Ich glaube, die bessere Mannschaft hat verloren. Wir wollten es heute mehr und ja, gerade die zweite Halbzeit haben wir da nochmal alles reingeschmissen. Muss auch ehrlich sein, dass uns der Platzverweis natürlich auch zugute kam. Aber trotzdem, wir hatten es, das Tor lag ja irgendwie in der Luft, muss man ganz ehrlich sagen. Und mich freut es einfach. Aues starker Start ist Geschichte nach der zweiten Heimniederlage dieser Saison.